Dann spielen wir halt Dreams. Okay, warum nicht, oder? Schauen wir uns mal an, ob irgendwas Cooles gebaut wurde. Das hatten wir schon lange nicht mehr aktiviert. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Spielprojekte schon ziemlich weit fortgeschritten oder zumindest weitergebaut wurden und dass vielleicht auch einige neue, interessante Spiele gebastelt wurden. Sehe ich zum ersten Mal, glaube ich wirklich, das neu. In Dreams hätte ich mir tatsächlich auch vorstellen können, ein eigenes Spiel zu machen. Aber ich habe mich jetzt doch für Unity entschieden. Ist, glaube ich, langfristig, wenn ich es wirklich ernst meine und wirklich durchziehen will, die sinnvollere Entscheidung. So, Traumsurfen. Wo surfen wir denn hin? Levelaufstieg. Yeah, ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Spiel drauf los. Ja, okay, machen wir jetzt. Spielen wir einfach mal, surfen wir einfach mal drauf los. Do Robot Stream of Electronic Imps. Wahrscheinlich. Basics. Das ist ein Rätselspiel wahrscheinlich, ne? Machen wir mal 1-1 Tutorial. Ah, das habe ich schon mal gespielt. Ich kann mich erinnern. Wie war das gleich nochmal? Genau, ich weiß schon wieder. Irgendwie muss ich... Ah ja, im Endeffekt programmiere ich hier den Roboter so ein bisschen. Damit der Sachen macht. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich weiß wirklich nicht mehr. Schauen wir mal. Das war falsch. Okay. Okay, jetzt passt auf. Steuerkreuz. Ah, okay. So ist das. 1, 2, 3 nach oben. Dann drehen. Und dann eins. Ja, und dann einfach nach vorne, bis wir das Herz haben. Stimmt, das habe ich wirklich schon mal gespielt. Ich erinnere mich. Das ist wirklich ein nettes Rätselspiel. Tada! Na gut, da gehen wir jetzt aber dann gleich doch. Ich habe mich schon gewundert, warum Level 2 freigeschaltet ist. Hier wird es dann schon komplizierter, glaube ich. Irgendein neues Feature wurde hier erklärt oder so. 1, 2, 3. Genau, warte mal, hier muss ich aber mit Funktionen arbeiten. Ach so, ich kann das auch hochstellen. 3, 4, 5, 6. Dann einmal drehen. Dann 2. Dann wieder drehen. Dann 5 oder so. Sehen wir dann eh. Ich mach's jetzt einfach mal. Dann schauen wir mal. Dann wieder drehen. Dann 2, dann wieder drehen, dann wieder 6 oder 5 oder so. Oh oh, und jetzt gehen mir die Knöpfe aus. Schauen wir mal, wie es bis jetzt läuft. Oh oh. So, hier eins mehr. Oh, was habe ich denn da gemacht? Interessant. Interessant. Na gut, okay. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich habe das bestimmt eh schon bewertet, oder? Ja, genau. Weil dann machen wir weiter. Ich würde eigentlich gerne lieber neue Sachen sehen und nichts, was wir eh schon mal hatten. Ach so, ist das jetzt gar nicht... Ich dachte, es geht jetzt gleich automatisch weiter zum nächsten, aber scheinbar nicht. Ah, hier. Autosurf. Das wollte ich. So, genau.
Und jetzt können wir weiter zum nächsten Spiel. Na dann, schauen wir mal. Immer wieder schön da reinzuschauen bei Dreams. Ha, die kommen mir bekannt vor. Ist das nicht, haben wir da nicht schon mal so einen Dark Souls-Klon gespielt, der vom Stil her und so sehr ähnlich war? Das bin ich mal gespannt. Aber da waren wir immer in so Heckenlabyrinthen unterwegs. Erinnert dran, ist aber doch sehr anders. Und Heavy Attacks gibt's auch noch. Steuert sich auf jeden Fall echt ganz ordentlich. Sehr direkt, hat jetzt nichts von Dark Souls. Genau, ich wollte gerade sagen, und dann kam schon der Signature Move. Das hat eher was von so einem Devil May Cry-artigem Hack and Slay. Blocken und ausweichen. Im Grunde ist das so ein bisschen so eine Alpha-Demo-Map. So quasi, die Figur funktioniert, die Gegner haben eine KI und dann schaut man mal, wie das Ganze sich dann tatsächlich spielt. Bevor man das tatsächliche Spiel spielt, baut im Grunde. So ein bisschen wirkt das. Lebensenergie. Ah, hier gibt es jetzt Welten. Das war jetzt quasi das Tutorial. Dann gehen wir in Welt 1. Das erinnert mich in so vielerlei Hinsicht an dieses Dark Souls-artige Heckenspiel, das wir da gespielt haben. Nur, dass es actionreicher, schneller ist und anders. Au! 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 Ich weiß nicht mehr, wie ich blocke. Ah ja, jetzt. So eine Lock-On-Funktion wäre schon auch noch gut, finde ich. Hätte ich nichts dagegen. Ja, von Arena zu Arena halt. Hier. Es ist irgendwie wirklich so dieses... Im Grunde besteht Dreams zurzeit, finde ich, hauptsächlich aus Konzepten. Aus so... Proof of Concepts irgendwie. Aus so Alphas. Lauter Sachen, aus denen coole Spiele werden könnten. Aber da frage ich mich halt natürlich auch, will man überhaupt wirklich so viel Zeit und Energie reinstecken, um in Dreams ein Spiel zu machen? Was dann so... gebunden ist an dieses andere Programm quasi. Wisst ihr, was ich meine? Da macht man richtige, komplexe Spiele, aber dadurch, dass es dann nur auf Dreams ein Programm ist, das man innerhalb von einem anderen Programm aufruft, fühlt es sich vielleicht irgendwie nicht so ganz vollwertig an. Weil das, was ich hier spiele, könnte definitiv ein richtiges, vollwertiges Spiel werden im Grunde. Das sind so, die Grundsteine sind schon gebaut. Die Zutaten sind bereit im Baukasten. So ungefähr. Jetzt will ich noch gucken, ob ein Endboss kommt. Wie lange ist es denn noch? Ich glaube nicht mehr so weit. Oh, es ist schon noch ziemlich weit. Ja, dann will ich vielleicht doch nicht gucken, ob ein Endboss kommt. Ich würde Dreams eher als Referenz für eine Bewerbung in einem Entwicklungsstudio sehen. Ich meine, theoretisch, warum nicht? Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass man... Aber Dreams muss man halt auch lernen. So einfach ist Dreams auch wieder nicht, weil sonst hätte ich gerade gesagt, könnte man in Dreams vielleicht auch Konzepte ausprobieren und einfach mal Sachen zusammenbasteln,
Weil es einfach doch ein bisschen leichter ist, die man dann später außerhalb von Dreams so richtig baut dann. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht, wenn man zum Beispiel ein sehr populäres Dreams-Spiel hat, hätte man halt quasi auch schon gute Reichweite, wenn man dann später mal die Vollversion von dem Spiel dann quasi auf Steam rausbringt. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, theoretisch. Auf jeden Fall ist es echt irgendwie für mich als Spieler immer wieder schön, da reinzugucken, was andere Leute gebaut haben, weil es einfach doch super abwechslungsreich ist und manche halt wirklich so gute Ideen auch einfach eingebaut haben und umgesetzt haben. Die wollen ja Dreams auch auf der PS5 weiterhin unterstützen. Und ich habe auch gehört, aber ich weiß nicht, ob das Gerüchte waren oder ob das wirklich im Gespräch ist, aber ich habe gehört, dass man Dream-Entwicklern, dass das zumindest im Gespräch ist, dass man denen auch irgendwie die Möglichkeit gibt, ihre Sachen zu monetarisieren oder vielleicht sogar außerhalb von Dreams zu veröffentlichen. Und das wären dann natürlich schon Argumente, dass man das ernsthafter angreift, sowas. Aber ich meine, das, was ich jetzt spiele, ist eigentlich wirklich vom Gameplay voll gut. Da kann man überhaupt nichts dran aussetzen. Aber es wird halt jetzt schon ein bisschen monoton, weil es halt immer der gleiche Raum ist mit immer den gleichen Gegnern. Aber ja, genau. Oh, kein Boss. Doch, Werwolf! Bloodborne! Der kann auch rollen. Damn. Ich dachte nur, ich kann rollen. Wow. Yeah. Cooler Bosskampf. Allein wegen dem Bosskampf würde es mich jetzt fast interessieren, dass man noch in das zweite Level guckt, aber nicht wirklich. Dafür ist es dann doch leider noch ein bisschen zu monoton, das Ganze. Aber das ist grundsätzlich toll. Kriegt... Ach so, dann zeigt es auch mehr ähnliche an. Das wusste ich gar nicht. Aber ist grundsätzlich trotzdem toll. Nächstes Spiel. Bam! Mir kam die Tage eine Idee für ein Konzept, das irgendwie auf den Start von Metal Gear Solid 5 basiert. Aha, nämlich... So, was ist das jetzt? Was wird das? Ich bin gespannt. Das ist immer der schönste Moment, wenn man was startet. Man hat keine Ahnung, was jetzt kommt. City Builder Rome. Interessant. So, was habe ich hier, glaube ich, auch noch nicht gespielt. New Roman Settlement. Expand your settlement and unlock new buildings by leveling up. In order to level up, meet the four demands of your citizens. Housing, food, religion, entertainment. Okay, dann los. Construct. Ach, guckt euch das an. Wirklich, so ein Aufbauspiel habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Lumber Camp. Da brauchen wir wahrscheinlich Bäume in der Nähe, oder? Wird zumindest Sinn machen. Muss ich da an den Rand der Map gehen? Oder ist es egal, wo ich das baue? Ich baue es jetzt mal in der Nähe von Bäumen. Hier. Wie viel Rohstoffe habe ich denn eigentlich? Ich habe 15 Lumber und Bricks. So, Brickworks. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo das stehen muss. Ich baue mal hier eins hin. Cottage, Hütten. Machen wir mal 4. Oh, oh, da gehen mir die Ressourcen aus. Lieber mal noch eine Farm daneben.
Oh, jetzt haben wir schon ein Problem. Oh nein, ich habe nicht mehr genug Lumber. Lumber-Check. Lumber um dein Leben. Schnell. Lumbert der jetzt schon? Ah ja, Lumber wird generiert. Okay, es gibt keine Animation oder sowas. Klar, ich habe schon wieder viel zu viel erwartet von dem Spiel, ich Dovian. Ich habe schon die kleinen Männchen vor meinem geistigen Auge rumwuseln sehen. Eins nach dem anderen. Muss ich die... Ach so, das ist eine Arena. Okay. Ja, meinetwegen bauen wir auch eine. Brauchen wir noch ein bisschen Lumber? Oder brauchen wir viel Lumber? Vielleicht brauche ich vorher noch ein paar Lumber-Checks. Und wo sehe ich jetzt die Requirements, die ich brauche? Ah ja, Entertainment ist momentan auf 0. Das finden die nicht gut. Ja, dann bauen wir ihn, sobald wir genug Holz haben, noch sowas hier. Warum nicht? Also, Metatrons Metal Gear Solid Start Konzept. Es geht quasi darum, sich nach einer schweren OP... Ach, Metal Gear Solid 5. Ah ja, du hast auch geschrieben. Ich habe jetzt ans Erste gedacht. Zurück zur normalen Mobilität zu kämpfen. Man kann beim Aufwachen erstmal nur die Augen bewegen und mit fortlaufender Heilung öffnet sich die Welt immer weiter für den Spieler. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das könnte man so ein bisschen wie so ein Cookie-Clicker machen irgendwie. Man muss so und so oft zwinkern und dann kriegt man die neue Möglichkeit. Und dann kann man das Zwinkern automatisieren, wodurch man permanent Punkte kriegt. Aber man muss dann eine neue Aktion machen, durch die man noch mehr Punkte kriegt. Ja, genau. So Cookie-Clicker-mäßig stelle ich mir das gerade vor. Aber das ist grundsätzlich auch eine coole Idee, dass man Mobilitätsoptionen für seine Figur freispielt. Wenn man das dann auch gut macht, die Mobilität, so ein bisschen wie in Death Stranding, das Gefühl für den Körper, stelle ich mir das sogar echt cool vor. Nicht schlecht. 20 Bricks brauchen wir, sehe ich gerade. Boah, das sind Anforderungen. Aber ein bisschen spielen wir das jetzt. Aber gut, dann baue ich noch ein paar Brick-Hütten. Ich habe das Gefühl, es macht ziemlich viel Sinn, am Anfang einfach alles, was man Ressourcen hat, in Lumberjacks und Brick-Hütten zu bauen. Weil es gibt anscheinend keine Population oder sowas. Ich kann machen, was ich will. Ne? Weil dann kann ich die hier raus spammen, wie ich lustig bin. Man ist das von solchen Spielen gewöhnt, dass man irgendwie auf Population... Wirklich? Ist das das richtige Wort? Ich glaube schon. Dass man auf Population und irgendwelche maximalen Baulimits achten muss. Aber das ist hier scheinbar nicht so. Ich kann hier quasi so viel Lumberjacks machen, bis wir blöd werden vor lauter Holz. Das finde ich schon mal gut. Und so mache ich noch ein paar Brickiniere. Und jetzt dauert es nicht mehr so lange, bis wir hier unser Ding bauen können. Ausgezeichnet! Das hätte ich vielleicht schon viel, viel früher machen sollen. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt erst verstanden. Tada! Gut. Aber jetzt brauchen wir mehr Housing, sonst sind die nicht happy. Mehr Cottages. Mehr Religion. Wie kriegen die denn überhaupt Religion? Ah, hier. Über die Brunnen. Na, von mir aus. Hier, bitteschön. Habt ihr noch einen Brunnen? Und jetzt mehr Häuser wieder. Na dann. Jetzt nimmt das Ganze hier Fahrt auf. Und jetzt brauchen wir wieder noch mehr Entertainment. Wie viel Kolosseen brauchen die denn hier? Die 5 Hütten. Bitteschön. Bitteschön. Brot und Spiele. So. Ja, neue Buildings unlock. Congratulations. Bla 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 bla. Cool. Eine Villa Rustica. Aha. Bauen wir mal. Die produziert jetzt mehr Essen wahrscheinlich als die Farm hier. 10, die produziert 15. In welcher Zeiteinheit auch immer. Aber ist ja auch wurscht. Cool. Ich verstehe. Jetzt brauchen wir wieder noch mehr Housing. Hey, das ist super simpel und alles. Aber das ist irgendwie, das ist motivierend. Das macht irgendwie Spaß. Es muss nicht immer alles super komplex sein, um Spaß zu machen. So, noch ein bisschen Religion. Hier, bitteschön. Machen wir gleich ein bisschen für die Zukunft. Und jetzt braucht ihr noch mehr Häuser. Ich hoffe, ich schalte bald mal neue Wohnmöglichkeiten frei. So. Und jetzt noch mehr Entertainment.
Ich hoffe, ich schalte mal neue Entertainment-Möglichkeiten frei. Irgendwie ist das mit den ganzen Arenen da oben, sieht auch ein bisschen doof aus, ne? Ich baue mal eine ein bisschen weiter hier unten hin. So, können die Holzfäller... Ne, ich meine, die Steinschmetze können nach dem Steinmetzen sich noch gegenseitig verprügeln gehen dann in der Arena. Warum denn nicht? Jeder sollte Hobbys haben. Achso, ich brauche mehr Lamba. Okay. Noch mehr Entertainment? Wie viel Entertainment wollt ihr denn eigentlich? Ich baue immer die gleiche langweilige Arena. Und ihr kriegt nicht genug davon. Okay, bauen wir hier nochmal eine Arena hin. Von mir aus. Wir produzieren ganz schön viel Bricks. Wir brauchen, glaube ich, mehr Lumberjacks, habe ich das Gefühl, damit wir die Bricks ausgleichen. Wir könnten schon viel schneller viel mehr bauen. Mach's gut, Fallen Crusader. Mach's gut. Gute Nacht. Dankeschön für Bits und Spenden und alles. Schlaf gut. Sobald man stark genug ist zu laufen, gibt es eine Energieanzeige, die sich bei Anstrengungen verbraucht, aber gleichzeitig mehr Erfahrung, weil sich die Muskeln durch die Bewegung ja wieder aufbauen. Ja, ja. Im Grunde ist das cool. Ein cooles Konzept. Ich verstehe schon, glaube ich, so ungefähr. Ah, wir haben bessere Häuser. Cool. Da haben wir mal ziemlich vorgesorgt, haustechnisch, glaube ich. Man bräuchte dann nur noch irgendwie eine Mechanik, die quasi so durch das Spiel durch einen leitet. Eine Motivation quasi, irgendwie ein Ziel. Ein Ziel und Hürden. Und Bricks brauchen wir jetzt. Gerade habe ich noch gesagt, Mann, wir haben viele Bricks. Jetzt haben wir keine Bricks mehr. Es hat sich ausgebrickt. So, hier habt ihr jetzt blödes Entertainment. Ich hoffe, das reicht euch jetzt. Jetzt wollen sie wieder Religion. Und jetzt wollen sie mehr Essen und noch mehr Religion. Jetzt haben sie genug Religion, aber jetzt will ich ja trotzdem noch einen Brunnen hinstellen. Der Symmetrie wegen. So. Und mehr Essen. Da haben wir zum Glück schon die besseren Cottages-Dinger hier. Bin schon gespannt, was da noch so für Gebäude kommen. Ah, die kann man sich schon voll spoilen. Nein! Das ist ja wurscht. Bin trotzdem gespannt, wie dann das ganze Stadtbild aussieht, wenn wir fertig sind. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Level 2 von 10. Na gut, okay, schauen wir mal. Ich merke schon, wir brauchen mehr Bricks. Wir brauchen eine größere Brickproduktion. Kriege ich noch bessere Produktionsstätten? Nee, kriege ich nicht. Na dann werden wir aber mal ordentlich die Produktion ankurbeln. Von allem. Weil dann haben wir das in 0,nix durchgespielt. Macht eigentlich in dem Spiel dann gar keinen Sinn, so wie das aktuell jetzt hier gestaltet ist, irgendwas zu bauen, bevor man nicht einfach unglaublich viel Öfen und Holzfällerhütten gespammt hat. Und wenn man dann so viele hat, dass man die quasi sekündlich raushauen kann, dann macht es erst Sinn, dass man so richtig anfängt aufzubauen. Warum nicht? Aber genau das mache ich jetzt. Ich baue so lang Holzfäller, oder beziehungsweise jetzt hier Steinhütten, bis ich quasi die ununterbrochen raushauen könnte. Ich glaube, so weit sind wir jetzt schon, oder? Na, noch nicht ganz. Das können wir noch ein bisschen steigern hier. Das lassen wir jetzt eskalieren. Jawohl, mehr Brickproduktion. Ah, knapp. Eine Reihe machen wir noch hier runter. Okay, jetzt machen wir, glaube ich, erstmal genug Bricks. Das gleiche machen wir jetzt mit Holzfällerhütten. Ich weiß immer noch nicht. Ich glaube, mittlerweile ist es eigentlich ziemlich wurscht, wo ich die hinbaue, ne? Und hier machen wir jetzt das gleiche mit Holz. Und dann können wir, glaube ich, beliebig vor uns hinbauen und alles wird wunderschön. Yeah.
bin drauf gekommen, weil ich das in den letzten 1,5 Jahren sowas selbst durchgemacht habe. Ah ja, das ist ja oft bei so Spielen so, die sich so mit bestimmten Thematiken auseinandersetzen, dass das aus persönlicher Erfahrung heraus gewachsen ist, die Idee. Wenn ich dann mal ein erfahrener Indie-Dev bin, dann können wir die Idee mal in die Tat umsetzen. Haben wir jetzt schon genug? Ich glaube schon. Ich glaube, ich kann die nicht so schnell platzieren, dass das Holz nicht... Nee, okay, es passt. Okay, das Spiel ist jetzt quasi im Grunde durchgespielt. Dann spamme ich jetzt mal Zeugs hier. Hütten machen wir mal eine Reihe. Na, was ist los? Manchmal dauert er, braucht er ein bisschen länger, als ich das gerne hätte. Das hat schon irgendwie was Meditatives hier. Ich finde das schön. So, dann machen wir ganz viel Farmen fürs Essen. Dann machen wir ganz viel Arenen, weil davon kriegen die scheinbar nie genug. Egal wie viel man macht. Oh, neues Level. Ah, bessere Arenen. Moment mal, was? Das da, das bringt denen Unterhaltung? 4 Säulen einfach nur? Na dann, die könnt ihr haben. Wenn ihr so viel Spaß an euren Säulen habt, dann sollt ihr auch nichts anderes mehr kriegen. Ach nee, Quatsch, das ist Religion, ne? Nee, stimmt schon. Stimmt schon, das ist Entertainment. Religion sind die Brunnen hier immer noch. Na gut, okay. Oh, mir gehen schon langsam tatsächlich die Steine aus. Ich hätte es ja gar nicht gedacht. Ich dachte, ich sei schon genug eskalierend gewesen. Okay, neue religiöse Gebäude. Her damit. Verdammt, wir brauchen noch mehr Bricks. Ich mach mal da drüben eine neue. Wir haben noch so viel Platz. Ich fange hier mal mit einer neuen Steinproduktion an. Oder machen wir hier erstmal voll, oder? Können ruhig hier auch die Steinhütten stehen. Eine prall gefüllte Map wird das hier auf jeden Fall. Währenddessen wir hier noch jedes letzte Fleckchen vollstopfen, kann die Holzproduktion schon mal ordentlich durchdrehen. Ich frage mich, ob es da ein Limit gibt, wie viel Holz man haben kann gleichzeitig. Ob bei 999 Schluss ist oder ob es dann noch weiter eskaliert. Wir werden es gleich rausfinden. Also bald. Man muss sich natürlich überlegen, wie man das Ganze paced, damit es nicht frustig oder langweilig wird. Also, ich könnte mir das, was du da beschreibst, auch sehr gut als narrative Geschichte vor allem vorstellen. Dass man im Grunde neue Story-Elemente, neue Story-Kapitel, neue Dialoge, neue Gespräche mit Angehörigen oder sowas freischaltet, je mehr Progression man macht. So ein einfaches Progressionssystem mit ganz einfachen Tasteneingaben, einfaches Gameplay, aber nicht so frustrierend. Und das dann eben verbunden mit irgendwie Story vor allem. So mit einer persönlichen Geschichte. Könnte man das, glaube ich, wirklich sehr gut verbinden. Ja, eben, genau, deswegen meine ich ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß es ja jetzt nicht, aber vielleicht könnt, oder würdest du da auch in sowas deine eigene Geschichte verarbeiten wollen. Und dann könnte man das ja nicht nur in Gameplay, sondern auch wirklich auf einer erzählerischen Ebene machen. Housings brauche ich noch mehr. Na dann. Haben die Römer wirklich so super quadratisch praktisch gebaut? Ich
glaube nicht. Das können wir eher wie so moderne amerikanische Blockbauweise vor, was wir hier machen. Oh, jetzt sind die hier aber anspruchsvoll. Ach, essen wollen die bestimmt, oder? Ja. Was haben wir Neues? Das da. Neue Häuser. Die sehen witzigerweise kleiner aus als die anderen, sind aber besser. Mhm. Warum nicht? Ich meine, gut, das sind dann vielleicht so Edelvillen eher, ne? Die Domus. Keine Ahnung. Ich brauche noch mehr Bricks. Die Brick-Produktion reicht immer noch nicht. Mehr Bricks. Give me the bricks. The bricks. The bricks. The bricks. The bricks.